Ich hab mir gefunden. Und ich sag euch, der Weg war scheiße. Omen. Solange ich Munition habe, sehe ich da keine Probleme. Lass sie erstmal abreagieren. Das sind alle Kunze-Augen. Ich hab den Hund gefunden. Hä? Ups. Oh, Alter, nee, ist nicht dein Ernst. Warum denn jetzt alle so viele? Ich finde das ein bisschen übertrieben. Jo, die nächsten sind da. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir den Kabin. Ein bisschen Zeitdruck, denn wir haben heute ein paar Sachen vor. Und zwar wollen wir uns die 5er Quest freischalten. Das ist, wir haben nämlich den 5. Händler. Und, ja, ist im... Ich würde sagen, das ist ein zerstörten Biom. Boah, das sieht danach aus. Da muss ich mir zweimal entschuldigen. Immer an Geist Monkey, der hat mir nämlich den Tipp gegeben, ich soll... ob ich das nicht hier so schräg setzen kann in Abwechseln. Ich habe erst gedacht, dass das in die schrägeren laufen tut. Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Ich habe das jetzt nochmal nachgebaut. Und Geistmonkey, bis auf ein paar kleine Sachen. Also hätte ich das jetzt hier reingesetzt, wäre das wahrscheinlich genauso, wie ich das mir gedacht habe. Ich habe das jetzt mittig reingesetzt. Das, zwar nicht so hundertprozentig, aber es ist auf jeden Fall mal ein E-Zaun mehr. Hm. Bye, bye, Steve. Ja, mal kicken, ob das so funktioniert. Also, ich habe das jetzt auch umgesetzt, weil ich das denn doch viel besser hielt. Das zweite Ding ist, ich muss mich an euch allen entschuldigen, weil, manchen wird das gestern aufgefallen sein, ist nämlich gestern, ich musste eine Folge ausfallen lassen, weil gestern die 67 ist eigentlich die 68 und, ja, die 67 ist komplett verkackt, also in der Aufnahme schon. Ich konnte die nicht schneiden. Ja, ich weiß auch nicht wieso, weil da waren immer so eine kleinen Blöcke kaputt und dann war das Video nicht abspielbar. Und ich konnte die auch nicht rausschneiden, weil sonst die Hälfte des Videos gefehlt hat. War aber auch nur weltbewegend. Also wir haben uns da, ja, ein bisschen Blei rangeholt, ein bisschen Nitrat und ja, ich hab das, wie gesagt, mit euch eingestellt. Wie gesagt, die Zombies, die rennen ja jetzt, das funktioniert ja alles, das haben wir nämlich gestern alles so gemacht, ja. Also wir haben das Spiel neu installiert und bla 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 und... Ah, und das hatte gestern irgendwie, also ich habe gestern, ich kann dir mal so sagen, um 10 Uhr habe ich angefangen, das zu schneiden. Um 17 Uhr habe ich aufgegeben. Weil, wie gesagt, ich habe eh ein Part rausgeschnitten. Dann hat es kurz funktioniert, dann hat das Villa gefehlt. Das war so schlimm gewesen, dass so, ja, mein Windows abgeschmiert ist. Und das Schnittprogramm. Ich weiß nicht, an was das liegen tut, ob denn irgendwie die Leistung zu krass ist oder so. Weil auf einmal Bild schwarz und ich schon gedacht, PC kaputt und so. Ja, dann habe ich die vorher ausfallen lassen. Keine Ahnung. Ich habe das jetzt alles ein bisschen geändert. Ich nehme mich jetzt wieder auf meine SSD auf. Und ich habe ja vorher auf meine Standard-Festplatte aufgenommen, auf die 4 Terabyte. Und ja, die muss ich erstmal durchchecken lassen, ob da irgendwie ein Block oder so kaputt ist. Und wie gesagt, da bin ich gestern nicht mehr dazu gekommen, weil das dauert nämlich ins wie Sekunden, wenn du so einen Test machen tust. Und ja, hatte ich dazu erstmal keine Lust gehabt. Aber ich, ja, komm. Ihnen so eine kleine Folge, das kann mal passieren. Aber dafür werden wir heute Spaß haben. So, ich werde mal kurz, Tabletten einstecken, weil mir fällt gerade so auf, ich habe ja keine. Ich glaube, ich sollte mal wieder welche einstecken. Ich habe nämlich ein bisschen sortiert. Und dabei ist mir das entfleucht. Naja, das ist mal so, wa? So, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ja, natürlich. Munition habe ich vergessen. Wie konnte ich das vergessen? Ach, Mensch. So, und das ist... ich habe ein paar Bäume weggefräst, weil die mir auf den Sack... Also vorne musste das ja, wie gesagt, halt neu klemmen. Und dann hat es da die Bäume vor der Sicht. Das ist schwierig gewesen. Mussten sie weichen. Naja, gut. So, eigentlich müsste ich jetzt so eine Munition mitnehmen, aber ich bräuchte die eigentlich für die Horde. Na gut, vielleicht finde ich ja noch was. Und der siehst du, ich kann doch bei den neuen Händlern einkaufen. Vielleicht hat er ja noch ein bisschen Munition. Vielleicht hat er ja noch was. Ach, und Uschi darf ich nicht vergessen. Weil zu Fuß wäre schlecht.
Dann packe ich noch ein bisschen Kohle in, dann passt das schon. Genau. Nee, lange schnacken, Kopf in den Nacken, zack, zack. So, 17 Uhr wird eine knappe Kiste. Das ist nämlich ganz schön weit. Dann können wir eigentlich auch gleich die erste 5er-Quest annehmen. Ich weiß nicht, ob wir sie machen sollten. Nee, nee, Karbin. Diesmal nicht. Ganz bescheuert. Ein bisschen schon, aber nicht ganz. Na, hört auf, ich hatte gestern generell meinen Spaß, weil Nvidia war nämlich auch Update, was ich gestern gezogen habe, all zerschossen hier. Also, nicht zerschossen kaputt, sondern die ganze Einstellung für den Popis. Ich habe nämlich dann heute schon mal einen Testaufnahme gemacht und Monitore, alle verstellt. Er hat nämlich den falschen Monitor abgegriffen. Naja, gut. So, wo muss ich denn lang? Da lang. Also, wir sehen uns gleich wieder. Das könnte mir in 2 Sekunden dauern. Also, bis gleich. Ach, du Kacke. Alter. Mitten in der Pampa. Ich hab mir gefunden. Und ich sag euch, der Weg war scheiße. Omen. Naja, gut. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns gleich eine Quest ab. Das muss hier vorsichtig sein. Hier sind Minen, ne? So, und mit wem haben wir jetzt die Ehre? Hey, Jackass, can I lighten that backpack up for you? Es ist Rick. Rickt! Gleich mal markieren. Warte mal. Speicherpunkt setzen. So, sag mal, was hast du in Sachen Munition? Hast du da schon mal was da? Ich muss jetzt mal die Quest annehmen. Dankeschön. Ja, ja, warte mal. Ist das dein Ernst? Ich heiße gar nicht Ernst. Nehmt mich keiner. So, also ich sehe. Ich bin Isaiah. Ich sehe schon mal kein Bohrer. Das ist natürlich doof. Und auch keine Munition. Alter, was bist du denn für ein Händler? Es ist ein Händler, der sich nicht lohnen tut. Also erstmal. Krieg dich doch mal wieder ein, Mädel. Mann. Na gut, gib mal eine Quest her. Also. Nee, das kannst du mal ganz schnell knicken. Ich werde bestimmt jetzt keine Factory machen. Wo hast du wohl nicht alle? Factory 2. Ja, ja, halt doch mal deine Klappe. Apartment, das ist doch genau mein Ding. Können wir mal gleich machen. Ich werde mir doch nicht jetzt gleich in eine Factory hinsetzen. Bin ich denn narrisch? Also ja, aber muss jetzt auch nicht sein. Erstmal, das ist wie mit einem Pflaster. Erstmal ganz langsam abziehen, obwohl man sollte ja mit einem Rupp wegmachen, ne? Dass das nicht so weh tut. Warte mal, ich werde mal gleich mal die Knarren alle reparieren. Sag mal so, das kann nicht schaden. Uschi sollte ich auch mal reparieren. Habe ich auch gesehen. So, hier ist nichts. Und warum nehme ich sowas schon wieder mit? Das macht doch ja keinen Sinn. Ja, schade. Ich habe eigentlich gedacht, dass er ein bisschen Munition hier hat. Das ist natürlich schlecht. Wenn wir jetzt Munition verprassen, die fehlt uns natürlich in der Horde. Was ist nun los? Jetzt krieg ich auf jeden Fall Schluckruf oder was? Es funktioniert nicht. Jetzt sind es so eher 2 oder was? Oh, jetzt sind es 2. Es ist ein Funzelauge. Nee, doch nicht. In die Hoden. Er hat es nicht anders verdient. So, warte mal, ich muss denn auch. Ah ja. Alles klar. So, warte mal, ich muss erstmal hier reparieren. Tanken war, glaube ich, nicht so wichtig, aber jetzt rückwärts Gang und ganz vorsichtig in die Richtung.
Weil so viele Munition will ich dann doch noch nicht verpassen. Oh, ich schieße doch mir jetzt nicht mit dem Bär durch. Hier, schaut euch den Weg an. Gut, ist zerstört, aber da oben ist nicht zerstört. Also, da oben ist Teil Wüste. Das sieht aus wie Random Map. Da, seht ihr? Geht euch das an. So, ich bin gespannt. Apartment. Schon lange nicht mehr gehabt. In der Nacht. Spielt kein Walzer, weil, wie gesagt, die rennen bei uns durchgehend. Das passt schon. Wo ich meine Sorgen sehe, ist munitionstechnischerweise und wenn wir zu viele rumballern, kriegen wir Besuch. Und das ist das, was wir hier im zerstörten Biom nicht gebrauchen können. Das ist nämlich destruktiv. Das macht uns kaputt. Genauso wie den Dude hier. Den hab ich kaputt gemacht. Da. Steht sie mitten im Weg? Hallo? Ist ja nicht so, dass ich das mit Absicht eben gemacht habe. Vorsicht, da ist ein Loch. Das ist schwierig. So, das Apartment, wie gesagt, das ist sehr, sehr groß. Aber das ist mir ein wenig lieber als eine Fabrik, die total unübersichtlich ist. Obwohl, hier sind eigentlich... Soll ich jetzt vorne oder hinten parken? Ich weiß es nicht. Ich fahre mal kurz hier rum und gucke mir das mal aus der Nähe an, weil wir müssen nämlich von hinten durch die Garage. Bei die Wauzis. Alter, vor allen Dingen hier siehst du auch ja nicht die Sprengladung. Weil wie gesagt, mein Stand der Dinge ist, dass hier immer noch Minen rumliegen. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist. Aber ich gehe erstmal davon aus. So, warte mal, ich park mal kurz hier. Und hoffe, dass ich das überlebe. Na, Piepsi? Nee, so schnell. Habe ich jetzt irgendwas angelockt? So, ich hoffe, dass ich da auch was Vernünftiges finde. Weil wir kennen es ja. Wer es findet, darf es behalten. So, wie gesagt, ich versuche auch nebenbei ein bisschen sneaky peeky. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Wenn nicht, dann nicht. Nase? Nase ist schon mal nicht mit einverstanden. Na toll, was soll ich denn damit? So, warte mal, Hund? Dürfte ja trotzdem... Ich wollte doch eigentlich... Das hier alles... Ach du Kacke, stimmt ja, das ist ja im Zerstörten, das ist ja hier komplett anders. Jetzt weiß ich ja überhaupt nicht, hier müssten aber trotzdem Hunde sein, ne? Eigentlich müssten da Hunde... Da ist doch ein Hund. So, der ist schon mal weg. So, und eigentlich müsste da auch... Da ist auch einer. Aber da müsste eigentlich auch einer stehen. Da ist der andere. Da sind die anderen Beden. So, der ist auch weg. So, ich hoffe, dass die jetzt nicht aggro werden, bevor ich den wegkriege. Das kann ich nämlich überhaupt... Ob nicht hier brauchen. Weil wie gesagt, die sind jetzt ganz schön flink unterwegs. Und wenn ich das sneaky peeky machen kann, dann sollte ich das auch sneaky peeky machen. Das ist schade, dass das Glas ist. Ich kann da nicht durchschießen. Vor allen Dingen, wir werden jetzt auch ein paar Grüne haben. Also Ferale und so, ne? Und Bleistift da und Soldaten, glaube ich, werden wir auch kriegen. Hab ich überhaupt nachgeladen? Ja, ich glaube schon. Kommst du, Mädel? Wenn ich das einzeln machen kann, mache ich das. Warte mal, Mädel. Ich hab nie nachgeladen. Oder beziehungsweise ich hab die falsche Munition. Lass sie erstmal abreagieren. Das sind alle Tunzeaugen. Augen.
Alter, das fängt schon mal richtig geil an. Ich mag das. Erstmal kontrollieren, ob ich wirklich hier überall nachgeladen habe. Jetzt. Ja, man muss warten. Nicht einfach abbrechen, Kabin. So, da haben wir schon mal jemanden wieder, der hat die ganze Sache hier verpennt. Genauso wie das Nachladen ich ja verpennt habe. Hä? Hättet jetzt nicht treffen müssen? Hätte Fahrradkette. So, warte mal, Mädel. Komm mal rüber. Es ist Funzelauge. Schon wieder. Aber Funzelauge ist tot. Oder ist nächster? Wir lassen uns Zeit. Und da hat's Bums gemacht. Und das war nicht meine Hose. Hä? Na gut. Das hätte er eigentlich sitzen müssen. Alter, jetzt stellt euch mal vor, das ist ein Bär, der hat jetzt den... Und die nächste Mine. Der ist da explodiert, da sind Minen gewesen? Ich habe da nicht eine einzige Mine gesehen und ich bin da lang gelaufen. Das musste erst mal hinkriegen. Guck mal, ich lade die erstmal nach. Ist ja grün. So, komm mal her. Ich hasse es, wenn die so schnell kommen. Also erscheinen. Besser Schütze. Aber wie gesagt, enger Raum, alle gut. Hä? Wo will der hin? Er ist verwirrt. Ich aber jetzt auch. Ich habe keine Ahnung, was der wollte. Ich glaube, wir haben das heute bloß noch mit Funzelaugen zu tun. Kann das sein? Vor allen Dingen oben auf dem Dach. Da geht ja erst die Post richtig ab. Naja, vielleicht kriegt den zwei Rüstung nicht. Warum denn auch? Aber vielleicht... Könnte es sein, dass ich da ihn... Nee, krieg auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ihn zwei Tabletten oder so. Hätte man ja machen können. Aber nö. Kabin kriegt sowas nicht. Warum denn auch? Was soll ich denn mit so ein bisschen Blei und sowas? Und Steine. Was soll ich denn damit? Also ist ja alle wieder voll. Ein Messer. Mach ich später klein. Immer so, wie gesagt, wir kriegen wenigstens ein bisschen Eisen. Das ist ja auch was Schönes. Ach. Schade. Kein Bohrer. Echt, der wird wahrscheinlich noch öfters kommen. Und warum habe ich denn eigentlich keine Funzel mit? Also, Nachtsichtgerät. Würde sich jetzt richtig anbringen. Oh, Alter. Jetzt weiß ich nicht, ob... Besuch. Oder ist auf jeden Fall einer. Oder auch nicht. Hm. Ich schaff da nie hoch. Oh, Alter. Wie viele Minen sind denn da noch drinne? Also, da... Ich sollte froh sein, dass wir Minen sind. Sonst wären die nämlich schon lange hier. So, kann ich jetzt? Ich müsste doch eigentlich... Danke, schön. Schön. Ich will ein bisschen Platz zurück. Warte mal, Hopfen und Malz verloren? So, ich weiß, dass da eins wie Zombies sind. Da zum Beispiel. Da müsste eigentlich einer drin sein. Warum ist denn da keiner? Tot? Das ist nicht so, wie das sein soll.
Es geht gleich los. Es geht gleich los. Der Spaß. Ich weiß nämlich, dass hier noch einer ist. Und ist ein Soldat. Ich hab das mal so geklärt. So, ich mach mal die Funze an. Das ist mir hier ein bisschen zu dunkel. Ich weiß, dass da um Decke noch einer ist. Da müsste auch noch einer drin sein. Und da dürften auch noch ein, zwei Zombies sein. Es ist Funzel. Echt jetzt? Toll, jetzt kriegen wir auch noch Hunde. Du Hund! Na gut. Jetzt war klar, dass die irgendwann mal kommen tut. Was ballert auch hier rum wie ein Marine. Ja, ist doch gut, Mädel. Ach, und meine Nase, sie ist wieder am Ausrasten. Aber der Hund, der muss weg. Der muss weg. So, warte mal, das mache ich. Ganz einfach, der müsste eigentlich nie rinkommen, ne? Oh doch. Kommt da doch. Ist ja ein kleiner Hund. Ist die jetzt in Luft geflogen? Also ich würde dazu nicht nein sagen. Oh, diese Ruhe. Diese Stille. Ist das nicht Schnicke? So, da ist auch einer, das weiß ich. Da. So, sag mal, krieg den Sneaky Peaky weg. Vielleicht. Und wenn nicht, dann kann ich da in den Raum rennen. Genau, der kommt nämlich jetzt hier rüber und dann kann ich den mit die Munition. Gut, hat nicht so ganz funktioniert, aber kriegen wir schon hin. So, da bin ich wieder, musste ich gar nie hin. So, jetzt kann es weitergehen. Oh, Alter, hoffentlich schaffen wir das. Wie gesagt, ich muss mich erstmal drauf vorbereiten, weil, wie gesagt, sie sind sehr, sehr schnell. Aber das kriegen wir schon hin. Wir haben ganz andere Sachen schon gewummt. Ich muss bloß ein bisschen vorsichtiger sein. Und ihr kennt mich, das ist genau mein Ding. Solange ich Munition habe, sehe ich da keine Probleme. Und da habe ich mein Problem. Es wird schön. Na gut, ich sag mal so, wenn die einzeln kommen und so, dann kann ich auch noch ein bisschen Munition sammeln. Was mir eher Kopfschmerzen bringen tut, ist, was da oben los ist. Weil ich weiß ja noch nie, was da oben auf uns wartet. Und wie gesagt, Alter, das wird Dauerstress für mich. In der Hinsicht, weil... Wir haben ja dann quasi, sagen wir, morgen machen wir hier den Rest, weil ich glaube nicht, dass wir das schaffen heute. Und, boah, ne? Dann ist ja auch bald so ein Ding, was sich Horde nennen tut. Es wird interessant. So, warte mal, ich hab doch schon mal, jetzt habe ich schon wieder einen Zaun. Ich hab doch das schon, was soll ich denn damit? Mensch, ich brauche Munition. Nichts anderes. Schöne, knallhafte Munition. Was soll denn das? So, warte mal. Naja, gut. Spielt bei uns gehen weiter. Masarin. Schnell mal nachgeladen. Für Ticken-Tack. Oh, oh. Mach mal Tür zu. Ich muss mich erstmal um die kümmern. Ja, warte mal. Oh, oh. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass da was von unten kommen tut.
Ich nehme mal kurz eine Tablette. Ich krieg Kopfschmerzen. Ach, es ist die Schreitose. Ist, ja, war ja klar. Entschuldigung, war nicht meine Absicht. Sag mal, habe ich irgendwas zum Reparieren hier? Also eine Tür, die ganz ist, hält die nämlich ein bisschen auf. Alter, und Spider-Man, alle da. Na gut, es ist auch Nacht, ne? Was habe ich erwartet? Shit. Ich war ja nie hier unten drinne. Das ist doof. Da muss ich nicht rin. Gut, dann mache ich die erstmal hier weg. Die muss weg. Und der Spider muss auch weg. Da, bloß, jetzt ist da noch eine zweite. Schnauze. Natürlich ist da eine zweite. Party. Na, das ist ja wieder spitze. Naja, im zerstörten Biom. In der Nacht spazieren gehen. Ist das Dümmste, was du machen kannst. So, jetzt muss ich da rüber. Weil ich hab das da drüben vergessen. Da müssen wir nämlich rin. Gut, den ganzen Weg zurück. Da sind nämlich Zombies unten drinne. Die sollte ich nicht da unten sein lassen. Wenn ich da rinfallen sollte, dann bin ich mich am Arsch. Moins. Kommt sie mal bitte runter. Was soll denn das? Ich habe so das Gefühl, dass gleich eine ganze Traube Zombies hier rinkommt. Es rumst in Karton. Wir werden da oben nie ankommen, wa? Schon munitionstechnischerweise sag ich mal erstmal nein. Ich hab's mir ausgesucht. Hier wollten die durch. Nee. Doch, vielleicht. Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich hier immer durch. Und dann hoffen, dass ich dasselbe wie eben hier unten auch nochmal hinkriege. Das ist zwar so nicht geplant vom Spiel. Bis jetzt bin ich immer zu früh abgeschwurft. Naja, ja. Aber ich sag mal so, das ist für mich einfacher. Muss ich da rüber? Irgendwie. Da muss ich durch, glaube ich. Dieses Loch, wenn wir da rinfallen und da die ganzen Zombies drinne, ne, das ist nämlich ganz dumm für uns. Das ist ja auch schon wieder falsch. Da. Da müssen wir rein. Ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen habe ich ja das auch so drauf, so eine Zombies dann auch zu, mal zu vergessen, wisst ihr? Und das ist natürlich in diesem Spiel nicht so gut. Da ist ein Spider-Man, den muss ich wegfahren. Hey, hey, hey. Hüpf mal hier nicht so rum. Mach mal hier nicht ihn auf Kasper. So, wenn ich die einzeln kriege, nehme ich die auch einzeln. Ich glaube, die ist tot, ne? So, das Problem ist, ich mach mal die Tür zu. Ich mach mal die Tür zu. Und schnappen uns die. Was ist denn hier los? Oh nee, oder? Also ich habe das Gefühl, dass hier gleich... Wir werden richtig Spaß bekommen. Aber das ist ein anderes Ding. So um die Ecke ist da auch noch einer. Den kriegen wir auch noch. Komm mal rüber. In die Hoden.
Das war aber noch nicht alles. Och Mensch, jetzt habe ich die übersehen. Verdammt. Hä? Ich höre einen Hund, der sich verletzen tut, aber ich weiß nicht wo. Upsi. Also so langsam ist mir das ein bisschen zu viele Zombie hier. Was denn nu? Wo verletzt er sich denn? Ich sehe das noch nicht. Ich bin ein bisschen... Gerade, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Was das angehen tut. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, auf jeden Fall ist er draußen. Warte mal. Ist ja schon wieder alles hier voll. Ich mach mal kurz hier zu. Ich muss mal kurz hier intervenieren. Na gut, Nahrung brauche ich ja so oder so. Die Gläser können weg. Weg. Warum wollt dann die jetzt nicht gerade wegschmeißen? Das ist ja totaler Blödsinn. Das ist auf jeden Fall draußen. Oder unter uns? Gib mal da. Ja, das kann aber auch von uns sein. Ich versuche gerade, den ein bisschen zu... Das ist oben gewesen. Der hat sich von oben durchgebuddelt. Och, gut. Keine Ahnung, wo der Hund ist. Und warum bin ich schon wieder... Alter, das sind mir viele zu viele Geräusche. Ich gehe hoch. Das ist mir nichts. Achso, ich muss ja hinten rum. Das ist ja ein Raum, wo wir ja nicht drinnen sein sollten. Ha. Oh, ach du Scheiße. Da ist einer. Ich habe schon mal einen Zombie gefunden. Ey, Mädel, sei mal nicht so sprunghaft. Komm mal hoch, genau. So, sie ist kaputt. Aber wo ist der Rest? Alter, ich hab so... Das ist die dummste Idee gewesen. Vor allen Dingen... Gib mal, er ist auch schon drinne. Und wenn der Nappel das schaffen tut... Hä? Ich hab doch... Gut, dann hab ich jetzt... Wo kommt denn der durch? Ich weiß es nicht. Die haben sich hier durchgefräst. Ich hab den Hund gefunden. Hä? Ups. Oh, Alter, nee, ist nicht dein Ernst. Ich mach mal kurz die Tür zu. Alter, das nimmt und nimmt kein Ende. Und ich kann keine Tabletten mehr nehmen. So, sag mal, wo muss ich denn jetzt hier hin? Draußen, das sind ja keine Standard-Zombies. Also keine Zombies, die eigentlich hier zu der Quest gehören. Ach ja, das wird schön. Habe ich nachgeladen? Hallo?
Ich glaube, ich habe die andere Seite gefunden. Warum denn jetzt alle so viele? Ich finde das ein bisschen übertrieben. Ja, ich habe mir den Schwierigkeitsgrad ausgesucht, aber nicht die Zombie-Menge. Jo, noch einer. Alter Falter, was ist denn hier los? Kommen Sie mal bitte hier rum. Ich brauche eine Tablette. Ah, ich kann doch eine nehmen. Komm mal bitte hoch. Noch. Hallo, genau. Alter, die fräsen sich so ja schon durch die Steine durch. Ich hab so das Gefühl, das war nicht das letzte. Auf keinen Fall. Hä? Jo, die nächsten sind da. Ich würde mal sagen, wir brechen das mal schnell ab. Was ist denn hier los? Gut, ich würde das gerne durchziehen, aber ich will das auch überleben. So, warte mal, ich muss mich erstmal ein bisschen hier sortieren. Wo kamen die denn alle her? Ich glaube, das ist von der Schreithusse, die hat unten geschrien und ich kriege ihn auf den Sack. Na gut, ich hab's mir ausgesucht, ne? Hättet ja jetzt nie machen brauchen. Ey, nicht schon. Es geht jetzt nicht weiter, oder? Es geht weiter. Es war bloß eine kleine Verschnaufspause. Alter, was ist denn hier los? Ich wollte doch bloß in Ruhe eine Runde spielen. Nimm deinen Kopf weg. Es war immer noch nie alles. Ich glaube, das geht unendlich weiter. Ich kann keine Tabletten nehmen. Ich brauche eine Tablette. Alter, ich habe doch jetzt schon keine Munition mehr, Spiel. Was soll denn das? Ich könnte auch abbrechen. Aber das wäre eine Ecke. Wir werden wahrscheinlich hier sterben. Aber wenn denn mit denen ihr wissen, ich hab's versucht. So, warte mal, ich brauche jetzt unbedingt eine Tablette. Gib mir die Tablette! Es geht ja noch weiter. Da sind ja noch welche. Gut, das war bloß von der anderen Seite. Ich warte jetzt so lange, bis ich eine Tablette kriege. Sorry, tut mir leid. So, jetzt müsste ich vielleicht... Ja, jetzt sieht er. So, ich versuche mal, den Ehen da wegzukriegen. Oh, Alter, ich bin ein bisschen angespannt. Ein ganz kleines bisschen. Ist ja nicht wieso. Ich weiß gar nicht, wieso. Weil ich keine Munition im Lauf habe, ich Idiot. Mann, wie willst du mich verarschen? Ich bin am Arsch. Alter. Kacke. So, und wisst ihr, was das Dumme ist? Ich muss da nochmal hin. Uschi steht da. Alter, das ist doch voll übertrieben gewesen. Was soll denn das?
Na gut, das war Nacht, aber das ist doch nicht normal. Da hätte ich ja mit der dreifacher Munition rennen müssen. Na gut, pass auf, Leute. Ich hol mir jetzt Uschi-Villa zurück und dann bereiten wir uns auf der Horde vor. Das bringt überhaupt nichts. Das ist ja totaler Mucks. Also, ich hoffe, das hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und wir sehen uns ja morgen, Villa, wa? Bei der Horde. Und diesmal wahrscheinlich überlebend. Ich bin so ja an Überlegen, ob ich auf Kriya zurückstelle. Ja. Also, bis dann, ich bin raus. Tschüss.